Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Oh, damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus. Heute spielen wir mal wieder Dragoran und ich habe endlich einen Skin. Da, wo wir auch ganz kurz gucken können. Sogar die Vorentwicklung haben einen Skin. Werde ich nicht zu viel eingehen im Match, weil ich dauernd beschäftigt bin quasi. Wir spielen, wenn ich das irgendwie sehen darf, mal ein Full-Damage-Bild. Ich habe immer noch den Trank dabei, weil mir der einfach gefällt. Und ich glaube, mit Fokusband gefällt mir auch das ganze Set noch besser, aber hey. Wir haben Muskelband, weil wir dauernd Basic-Attacks hauen und die beiden Crit-Items. Der sekundäre Effekt von Razor Claw, dieses Verlangsamen, funktioniert nicht, weil Dragonite ist ranged. Genau, das muss man Melee sein. Wenn das Item ist, hält bei einem Melee-Pokémon. Das Ganze funktioniert also nicht, aber die Crits sind da. Und das sieht man auch schon am Anfang beim Dschungel. Ich bin sonst im Dschungel sehr viel langsamer, aber das sieht man. In diesem Match werdet ihr sehen, einmal einen Fehler von bei Dreadnought, wo ich einen Hyperstrahl falsch setze. Und sonst der Rest, weiß ich nicht, ob ich zu große Fehler mache, aber es ist gerade das Ende und die Mitte. Der Anfang so, naja, aber sonst, guckt es euch an, das ist so schlimm. Terminus, nicht raus. Wir gehen jetzt in den Kampf, ich bin so verwirrt, oder? Los! So, mal gucken. Mammut, Babyschwein und Lucario haben nicht gesagt, wo wir lang gehen. Wo sie lang gehen. Aber das scheint sich aufgeteilt zu haben. Sehr fein, sehr fein. Lass mal überlegen. Unten raiden mit dem kleinen Mammut oder oben mit Lucario? Ich glaube, ich gehe oben mit Lucario. Das heißt, ich mache kurz den hier. Bin ich stärker? Ich meine, normalerweise habe ich nicht so viele Damage-Items. Also doch. Crits, klar, logisch. Die Crits könnten meinen Damage-Output erhöhen. Bin mir unsicher. Bin mir unsicher. Okay, unten wäre jetzt sowieso doof. Lass sehen. Okay, deren Jungler ist da. Rückzug. Lass mein Baby. Für den. Komm, den kriegt ihr! Ums Verrecken nicht. Das hätten die so easy geschafft, hätten sie einfach nur draufgeschlagen. Ärgerlich. Was soll man machen? Unten räumen sie dafür ein bisschen auf, weil da kein Jungler war. Auch kein Gegner. Das muss man ja dazu sagen. Ist nicht alles meine Schuld im Leben. Welche Haralde? Nein, du machst jetzt. Theoretisch, ich habe gerade gesehen, meine Schafklaue aktiviert sich manchmal. Dürfte die das nicht tun, weil ich kein Nahkämpfer bin? Ich bin mir ziemlich sicher, Dragoran ist Fernkämpfer. Sieht man daran, dass er Fernkampfattacken nutzt. Weiß ja auch nicht. Der ist ja noch nicht tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Tötet den wer? Hilfe! Du, da ist immer noch der Frosch! Bitte! Danke! So schwer war das nicht! Leck mich am Arsch! So. Runter. Ich habe sogar Ult. Jungle werde ich jetzt mal ganz kurz lassen. Auch ein Blue Buff natürlich mega sexy wäre. Bist du da drin? Schlecht. Wieso kämpfst du auch alleine? Der Frosch heilt sich smarterweise.
Nein! Mein Drachending ging daneben. Mein Drachending, mein Hyperstrahl. Und er klaut sich den Jungle anstatt um zu helfen. Ja, Team, das war mal wieder die Leistung, die wir brauchten. Danke. Wo gehe ich jetzt hin ohne Ult, ohne Jungle, ohne gar nichts? Farmst du wenigstens? Rotom bringt uns halt so quasi nichts. Ich bin schon wieder allein. Ich bin schon wieder allein. Mein Dad, ey. Das gibt es nicht! So! Meck die Rotzflächen, Rotzbengel der Rotzigkeit. Tötet den irgendwer? Ich muss weg. Vierer Kill muss reichen. Ich bin mal weg. 6 Punkte, das war's wert. Und Schuss. Und dann lassen die sich killen. Nehmen wir einen Vierer Kill und dann. Freund Nase. Okay. Und dann den Red Buff als Nicht-Fernkämpfer. Sehe ich ein, aber auch irgendwo nicht. Kommt ihr bitte nach unten, das wäre vielleicht gar nicht so unwichtig. Schuss. Fangen auch schon an. Sehr unangenehm auch. Warte, wie lang? Nicht mit Papa Schlumpf. Ihr werdet alle sterben. Duet! Ich habe so das Gefühl, er kommt da nicht raus unten. Die kriegen das alleine hin. So. Nein! Spring! Spring um dein Leben! Töte ihn! Nicht verzeihlich. Nicht verzeihlich. Oh, und das kam so knapp davor einfach nicht raus. So ärgerlich. Und die pushen da viel zu weit. Die pushen da viel zu weit. Ziehen aber, glaube ich, gerade zwei Ultis und Rotom kam durch. Also wie sauer kann ich wirklich sein? Aber es hat auch keiner Ult gerade. Könnten Sie bitte sterben? Komm bitte zurück, du sollst jetzt nicht davor nochmal sterben. Das wäre mega ärgerlich. Bitte nicht ulten, flüchten! Wir brauchen dich ja nicht! Boah, ey. Wir sind aber in Führung. Was heißt, wenn die einfach aufhören könnten, dumm zu verrecken, dann wäre das mein allergrößter Wunsch. Die Eule schießt Pfeile, das ist relativ cool. Eule ist schon mal tot, das ist wichtig. Dann holen wir uns den Frosch.
Oder auch nicht. Scheiße. Ich war wichtig. Die sind auch zu dumm, das wieder hinzubekommen. Oh ja. Einfach warten. Solange die nichts habt, das machen und nicht abgeben. Wir sind im Vorteil. Nicht viel, aber wir sind im Vorteil. Eigentlich müsste ich jetzt kurz gucken, dass niemand zu den Toren geht. Der ist tot. Diesmal habe ich dich. Nicht nochmal, mein hässlicher Freund. Da muss ich weg, 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 da muss ich weg. Der darf nicht abgeben. Nein! Wir haben verloren. Nur deswegen auch. Weil sich da niemand drum kümmern konnte. Oh, fuck, Mann. So schön runtergespielt. Da hatte der einfach... Das eine Item hat die gerettet. Ein Goalgetter. Ist das unglaublich. Und die sind alle nur immer wieder reingerannt, um zu sterben. Du warst gut. Ich weiß nicht, der war immer tot. Also Lucario kann ich beim besten Willen keinen Daumen hoch geben. Das Pikachu war echt noch gut, aber... Sonst war traurig. Der Kampf auch gegen den Frosch war super ärgerlich, weil er mich gerade gekillt hat, wo schon der Überstrahl raus wollte. Das war ärgerlich, aber gut. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Termin ist raus, bis dahin. Bye bye!